beide lebt ja erst seit diesem Sommer in Hamburg. Lukas, hast du die Stadt mittlerweile in dein Herz geschlossen? Ja, auf jeden Fall. Also als gebürtiger Lüneburger kannte ich Hamburg ja vorher auch schon. Und ich muss sagen, das, was ich von früher schon kannte, hat sich bestätigt. Hamburg ist eine super Stadt mit viel Wasser, auch mit viel Grün und man kann einiges machen. Jan, wie ist es bei dir? Gibt es auch etwas, was dich an Hamburg vielleicht manchmal nervt? Ja, hin und wieder, wenn ich dann doch mal mit dem Auto unterwegs bin, die Parkplatzsituation ist natürlich etwas angespannt hier, würde ich mal sagen. Und der Verkehr an sich natürlich auch immer sehr viel los auf den Straßen. Das ist ja der Grund, warum viele Hamburger auch mit der S-Bahn fahren. Das ist ja bei euch auch der Fall. Viele fahren zum Training. Du, Jan, du fährst zur Uni, du studierst hier Politikwissenschaften. Wenn man viel Handball spielt, hat man wenig Zeit zum Lernen. Das heißt, die Bahn wird auch hin und wieder zur Bibliothek umfunktioniert. Sicherlich, ja. Hin und wieder nutze ich die Bahn natürlich so, wie sagt man so schön, Vorbereitung, Nachbereitung, je nachdem, wenn man was lesen muss vor der Uni oder hinterher vielleicht mal ein bisschen. Ist gern genutzte Zeit. Schreibst du bessere Klausuren, wenn du dich in der Bahn vorbereitet hast? Das muss ich erst noch zeigen. Da gibt es noch keine Studie dazu. Ja, das wird sich dann erst noch zeigen, wenn die Klausuren anstehen. Jan, du hast ja auch einen Lieblingsbahnhof am Dammtor. Bist du öfter, weil du ganz gerne ins Kino gehst. Was guckst du dir für Filme an? Alle möglichen Filme. Also hin und wieder sogar Filme mit ein bisschen qualitativ hochwertigerem Inhalt. Aber es sind auch manchmal ein paar stumpfe Filme dabei, je nachdem, worauf ich halt gerade so Lust habe. Einfach abschalten. Geht ihr auch mal zusammen ins Kino? Bisher noch nicht, aber wir haben auf einer Auswärtsfahrt beschlossen, dass sollte Machete Kills Again in Space irgendwann mal rauskommen, wir als Mannschaft reingehen werden. Euch verbindet auf jeden Fall der Sport. Seit Sommer spielt ihr beim Handball-Sportverein Hamburg. Der Verein hat turbulente Zeiten hinter sich, Insolvenz, dann der sportliche Neuanfang in der dritten Liga. Da läuft es aktuell sehr, sehr gut. Was ist euer Erfolgsrezept? Ja, wir haben ein sehr junges Team. Aber wir haben uns, obwohl wir neu zusammengestellt sind, relativ schnell auch gefunden als Mannschaft und viel über den Teamgeist kommt. Und natürlich haben wir aber auch individuelle Qualität in unseren Reihen, sodass wir davon gerade im Angriff unsere Spiele gewinnen können.